Neujahrsempfang der Stadt Grieskirchen. Dieses Jahr mit einem ganz besonderen Jubiläum, 15 Jahre Bürgermeisterin Maria Pachner. Eine sehr schöne, aber auch intensive Zeit, wie sie selbst sagt. Dass irrsinnig schnell vergangen sind, dass im Grunde schöne Jahre waren, aber halt intensive. Dass ich ein Riesenglück habe, so eine tolle Familie hinter mir zu haben, die das alles mittragen hat. Dass, glaube ich, schon recht viel passiert ist, dass man ganz viele Leute haben in Grieskirchen, die sich über diesen normalen Maß hinaus engagieren. Eine tolle Wirtschaft, die uns auch eine Finanzkraft gibt und dass wir uns trotzdem dort oder da wieder rühren können und dass wir was schaffen können. Eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Jedes Jahr lädt Bürgermeisterin Maria Pachner Vereine, Institutionen und Wegbegleiter zu einem würdevollen Empfang in die Mangelburg. Maria Pachner ist eine Bauerfrau mit Herz. Das heißt, sie bringt was weiter, sie hat ein klares Konzept, sie weiß, wie sie diese schöne Stadt Grieskirchen noch innovativer, noch attraktiver, noch menschlicher und sozialer machen will. Und sie ist einfach eine Bürgermeisterin der Herzen, eine, die bei den Menschen ist, die das Ohr bei dem Volk hat und sie von dort, glaube ich, die Kraft und die Stärke holt, aber auch die Ideen. Und damit ist sie einfach eine Bürgermeisterin, die halt mit Herzblut dieses ganz wichtige und auch sehr schwierige Geschäft großartig macht. Denn vieles hat sie für die Stadt Grieskirchen in den 15 Jahren ihrer Amtszeit erreicht und vorangebracht. Sie hat wirklich eine gute Arbeit gemacht. Natürlich macht man nicht alles richtig. Natürlich wird man kritisiert, aber im Großen und Ganzen hat sich Grieskirchen äußerst positiv weiterentwickelt. Und ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg mit ihr sind. Wir leben in so einer schönen Stadt, wir leben in so einer schönen Region. Freuen wir uns drüber. Und helfen will Maria Pachner auch. Mit einer Spende der Stadtgemeinde Grieskirchen unterstützt sie heuer die Krebshilfe Oberösterreich, die nun auch in Grieskirchen beim Roten Kreuz untergebracht ist. Weil Krebs ein Thema ist, das mich halt auch begleitet in meinen 15 Jahren. Und ich habe etliche Wegbegleiter verloren. Und da freut es mich, wenn es Menschen gibt, die da Hilfestellung geben, die beratend zur Seite stehen, und darum war mir das so ein Anliegen, dass ich da auch einen gewissen Beitrag da heute leisten habe können. Ganz konkret fließt die Spende in das Projekt Mama, Papa hat Krebs. Und zwar können wir damit auch dann wieder Familien, Kinder unterstützen, psychologisch beraten, weil es so, so wichtig ist, ganz offen mit der Krankheit umzugehen, dass die Kinder da nicht irgendwo dann die Schuld vielleicht bei sich suchen. Wir versuchen, den Eltern zu helfen. Wie sage ich es den Kindern, dass jetzt eine andere Situation da ist? Weil das eben, wie gesagt, die Krankheit ja nicht nur den Patienten, die Patientin betrifft, sondern das gesamte Umfeld. Auch dieses Jahr werden Maria Pachner und die Stadt Grieskirchen wieder einige Projekte in Angriff nehmen. Was aber vielleicht schon erwähnenswert ist fürs kommende Jahr, ist, dass man Photovoltaik-Investment machen werden, also dass wir schauen, dass wir selber Energie erzeugen auf unseren öffentlichen Gebäuden und dadurch eben entsprechend einen Beitrag auch zum Umweltschutz leisten. Es wird die Breitbandinitiative weitergetrieben, also Grieskirchen wird mit Breitband versorgt werden. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil es ein Anliegen aus der Bevölkerung ist. Ja, darüber hinaus werden die beiden Mittelschulen zusammengelegt, kriegen aber dafür zwei Schwerpunkte, die, glaube ich, wieder den Schulstandort Grieskirchen attraktivieren. Wir schauen, dass wir auch eine Unterstufe oder sprich eine durchgängige Form des Gymnasiums kriegen. Vieles mehr gäbe es noch zu erzählen. 15 Jahre Bürgermeisterin Maria Pachner. Das an diesem Abend noch gemeinsam mit dem PTA-Orchester, Papenaya und Kerstin Thunheim gebührend gefeiert wurde. Hey!
Beim Bezirksfrühschoppen der Freiheitlichen Grieskirchen und Everdingen war Landeshauptmannstellvertreter Dr. Manfred Heimbuchner zu Gast. Bis auf den letzten Platz war der Saal beim traditionellen Bezirksfrühschoppen der Freiheitlichen aus den Bezirken Grieskirchen und Everdingen gefüllt. Bezirksparteiobmann Wolfgang Klinger begrüßte die Gäste in seiner Heimatgemeinde Gaspoldshofen, allen voran die zweite Landtagspräsidentin Sabine Binder, Roman Haider und seinen Bürgermeisterkollegen aus Galsbach Dieter Lang. Welcome-Tage im Autohaus Danner Fieder. Die neuesten Innovationen der Marken Ford, Mitsubishi und BYD werden präsentiert. Ein Event, sich über die Neuheiten auf dem Automobilmarkt zu informieren und diese hautnah zu erleben. BYD steht für Elektrokompetenz, ist ja ganz eine innovative Marke, ganz neu am österreichischen Markt. Und ja, die Marke Mitsubishi steht für leistbare Mobilität, auch weiterhin mit kleinen Fahrzeugen. Und Ford entwickelt sich im Pkw-Bereich auch ganz stark in eine innovative Elektromarke. Aber die neue Kernkompetenz bei Ford werden die Nutzfahrzeuge sein. Uns, den Eigentümern, war wichtig, dass das Unternehmen weitergeht, so dynamisch, wie es in der Vergangenheit war. Und das mit der Marke Ford in Zukunft nicht mehr abbildbar war. Speziell im Pkw-Bereich haben wir vor 2 Jahren uns entschlossen, 2 Marken zu Ford dazuzunehmen, uns zu ergänzen. Das ist Mitsubishi und BYD. Die Mannschaft macht es sehr gut und wir werden mit diesen 3 Marken jetzt versuchen, unsere Kunden zufriedenzustellen. Im Zuge ihrer Markteinführung stehen 2 Automodelle besonders im Fokus. Zum einen der brandneue Mitsubishi Colt, der mit seinen innovativen Features und seinem unschlagbaren Preis beeindruckt. Also das Fahrzeug beginnt bei echten 15.500 Euro. Für Schnellentschlossene gibt es zusätzlich einen Satz Winterräder dazu. Zum anderen der bis zu 530 PS starke BYD Seal als besonderes Highlight. Dieses Elektrofahrzeug sorgt bei seiner Neueinführung am österreichischen Markt für Aufsehen. Wir reden da von Allradantrieb, wir reden von einer Blade-Batterie, nicht brennbar. Kein Kobalt, kein Nickel, einzigartige Verarbeitung, veganes Leder, alle Assistenzsysteme. Also es ist das brandneueste Fahrzeug am Markt. Über Royal Cantara verkleidet, da haben sie nicht gespart. Eine weitere absolute Neuheit ist die kundenfreundliche Erweiterung der Öffnungszeiten für den Service in der Danner Werkstätte. Wir starten jetzt in der Werkstätte statt um 8 Uhr schon um 7.15 Uhr. Und parallel dafür haben wir für unser Mitarbeiterteam ein sehr innovatives Arbeitszeitmodell eingeführt, ein sehr attraktives, und zwar eine alternierende 4-Tage-Woche und 5-Tage-Woche. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben jedes zweite Wochenende am Donnerstagabend schon frei und können in das Wochenende gehen. Unsere Dienstleistung steht im Vordergrund und wir nehmen dazu unsere Mehrmarkenstrategie jetzt. Wir sind auf einem guten Weg und ich würde auch einladen, jeden, der es interessiert, schaut bitte mal vorbei. Ja, wir haben gekauft, wir haben fündig geworden, geben unseren alten zurück und kaufen einfach einen neuen. Ne? Und das ist eine gute Werkstatt und man hat das Gefühl, man ist daheim. Die Welcome-Tage des Autohauses Danner Fieder liefern spannende Einblicke in die Welt der Automobilbranche. Die neuesten Modelle von Ford, Mitsubishi und BYD können jederzeit in den Schauräumen in Grieskirchen und Gaspoldshofen besichtigt werden, Probefahrt inklusive. Galsbach Bürgermeister Dieter Lang und der Obmann des Wirtschaftsausschusses Hans Huter besuchten das Familienunternehmen ePro. Das Unternehmen ist im Bereich Energieverteilung und Messung tätig. Tabak- und Nikotinprodukte sind in Oberösterreich erst ab 18 Jahren erlaubt. Ab sofort gilt dies auch für tabakfreie Nikotinbeutel. Informier dich jetzt unter wissenwasgeht.at, eine Initiative des Jugendschutzlandesrats. Funktionswechsel bei der jungen Wirtschaft Grieskirchen. Kürzlich übergab Daniel Humer den Bezirksvorsitz an Philipp Baumgartner. Der neue Bezirksvorsitzende des Grieskirchner JW-Netzwerkes ist leidenschaftlicher Einrichtungsfachberater. In seinem Showroom, die Planbar in Neumarkt im Haus Ruckkreis, plant der innovative Unternehmer individuelle Wohnkonzepte und setzt diese professionell um. Die Moto Austria, Österreichs Motorrad- und Rollermesse, geht vom 9. bis 11. Februar auf der Messe Wels in die nächste Runde.
Die Premiere vor 4 Jahren war schon äußerst vielversprechend. Also es war 2020 ein riesengroßer Erfolg. Also wir wurden gestürmt von den Besuchern. 2022 leider Corona ausgefallen und jetzt haben wir es wieder geschafft, dass alle Motorradmarken vertreten sind. Das Interesse am Motorrad ist größer als je zuvor. Also wir sind sehr, sehr optimistisch, was diese Messe angeht. Vor allem das motorisierte Zweirad erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Die Gründe sind ganz sicher, da muss man vielleicht ein bisschen trennen, den urbanen vom ruralen Bereich. Im urbanen Bereich ist es ganz sicher eher dieses Vernunftdenken, dass ich mit einem Moped, Roller oder Motorrad einfach schneller von A nach B komme. Ich zahle keine Parkgebühren, ich darf mich beim Stau, beim stehenden Stau auch vorbeischummeln. Und es ist einfach auch von den Anschaffungskosten, wenn Sie es vergleichen mit einem Auto, natürlich wesentlich billiger. Und nicht zu vergessen, das unvergleichliche Fahrgefühl. Es ist natürlich jedes Jahr etwas Besonderes, wenn die ersten warmen Tage kommen und man mottet sozusagen die Maschine aus und setzt sich drauf, selbst wenn man nur eine kleine Runde fährt. Das Schöne beim Motorradfahren ist, man trifft ja Motorradfahrer nie alleine. Ja? Man ist ja immer oder zumeist in Gruppen unterwegs und das ist natürlich etwas Schönes. Alles, was man miteinander machen kann, ist immer besser und stärkt natürlich auch in gewisser Weise ein Gemeinschaftsgefühl, abgesehen davon, dass man sich natürlich austauschen kann über die schönsten Routen, über die Neuigkeiten am Motorradmarkt, über die beste Motorradmesse in Wels beispielsweise und Ähnliches. Also es ist einfach auch etwas sehr Verbindendes und ich glaube, am besten kann man das ja daran erkennen und das weiß auch jeder Autofahrer, wenn sich zwei Motorradfahrer treffen auf der Straße, dann grüßen sie sich. Jetzt stellen sie sich einmal vor als Autofahrer, sie würden jeden Autofahrer grüßen. 168 Aussteller in den Messehallen 20 und 21 bieten alles, was das Herz rund um Motorrad und Roller begehrt. Also ein Highlight wird sicher sein, dass man rund 50 unterschiedliche Motorräder und Roller selbst fahren kann. Das auf unterschiedlichem Untergrund, also sowohl Asphalt als auch Erde. Das wird ein besonderes Highlight werden, denke ich, für ganz, ganz viele, einmal so ein Modell nicht nur anzuschauen, sondern auch tatsächlich zu fahren. Die einzige Voraussetzung ist ein gültiger A-Führerschein. Alles andere wird zur Verfügung gestellt. Und auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Wir haben Stuntman-Vorführungen mit einem großen Jump mit 22 Meter Länge, wo Backflips und Supermans und andere Sachen gezeigt werden. Wir haben auf der anderen Seite aber auch sehr viel für unsere Kinder, für die Jugend da. Wir haben in der KTM Moto Hall zum Beispiel kleine Elektrolaufräder, die probiert werden können, beziehungsweise auch einen Parcours, wo Kinder dann Trial fahren lernen können oder ausprobieren können, auch mit Elektrobikes. Natürlich kann man die großen Trialfahrer auch sehen, also es ist richtig viel Action auf der Messe. Eine Messe also für groß und klein und all jene Besucher, die schon länger mit einem motorisierten Zweirad liebäugeln. Demnach ist die Moto Austria ganz, ganz wichtig für uns und ich kämpfe mit meinem ganzen Herzen jedes Jahr dafür, dass wir einen großen Branchen-Event haben. Es gibt nichts Besseres und nichts anderes. Wir haben nun mal sozusagen die Verkaufssaison im Februar. Das heißt, ich kann keine Events machen, die draußen stattfinden, so ich sie in Österreich machen will. Und das wollen wir natürlich. Es geht um die österreichische Branche. Es gibt keinen anderen Event, wo Sie einfach alle Fahrzeuge, die neu auf den österreichischen Markt kommen, an einem Tag anschauen, angreifen, drauf sitzen und zum Teil auch damit fahren können. Also ja, ich erwarte mir einen wirklichen Push von der Moto Austria 2024. Nähere Infos rund um Österreichs Motorrad- und Rollermesse unter moto-austria.at. Am Wochenende setzte die Faustballmannschaft der UFG Sparkasse Griskirchen-Pötting nach der Weihnachtspause die Hallensaison fort und trat auswärts gegen die Mannschaften aus Froschberg und Enns an. Der Start in die Runde gestaltete sich für die Griskirchner schwierig, insbesondere im ersten Spiel gegen Enns, das die Trattnachtaler mit einem klaren 3:0 abgeben mussten. Das zweite Match verlief erfolgreicher und die Griskirchner kehrten am Ende des Tages mit einem Sieg nach Hause. In der ÖTB-Turnhalle in Haag am Hausruck wird schon fleißig geprobt, und zwar von den Debütantinnen und Debütanten. Sie eröffnen auch heuer wieder den allseits beliebten Haager Turnerball.
Ja, also grundsätzlich werden ungefähr 4 Proben immer gemacht fürs Auftanzen. Es ist nicht so schwierig, das heißt, das kann jeder gleich mal mitmachen. Es sind grundsätzlich die Jugendlichen dabei, 15, 16 Jahre, also die mit 16 Jahren fangen an. Natürlich sind auch immer wieder Ältere gern gesehen. Und genau, ich glaube, schau, dass sie ein bisschen nervös sind, aber das gehört dazu. Und wir freuen uns schon voll, wenn sie uns unseren Ball dann eröffnen. Am Samstag, den 3. Februar, ist es wieder soweit und das bereits zum 66. Mal. Premiere feierte der Haager Turnerball, nämlich schon 1956. Die Tradition verpflichtet uns, nachdem es ihn schon so lange gibt. Den Ball machen wir natürlich auch, weil er eine wichtige Einnahmequelle ist und die Turnhalle doch erhebliche Kosten verursacht. Zum Beispiel steht jetzt in den nächsten Monaten wieder eine Dachsanierung an und da ist so eine Veranstaltung sehr wichtig für uns. Feiern für den guten Zweck. Die ersten Sitzungen des Organisationsteams fanden bereits im Oktober des Vorjahres statt. Eine Woche vor dem Ball gehen die Vorbereitungen dann in den Endspurt. Ein eingespieltes Team des Haager Turnvereins verwandelt die Turnhalle in einen stimmungsvollen Ballsaal. Die Herren der Dienstagsriege ist unsere große Hilfe. Die machen einmal den ganzen Grobaufbau. Donnerstag, Freitag sind dann die Damen gefragt, die dann dekorieren. Machen alles fertig, die Gläser waschen. Ja, und das ist dann eigentlich der Start zu unserem Turnerball. Also die Leute schätzen sehr das Ambiente. Also man wird die Turnhalle nicht mehr erkennen. Es wird ein festlich geschmückter Ballsaal sein. Es ist nicht mehr ganz so, dass Krawatten und Marschallpflicht ist, aber Sakko und Hemd ist erwünscht. Erwünscht ist bei so einem Ball natürlich auch das Tanzen. Ist ein klassischer Tanzball. Spielen dort seit Jahren, beziehungsweise schon über 10 Jahre, die Royal Sound Big Band. Eine super Tanzband für alle Tanzrichtungen, also für Jung und Alt. Wer es lieber etwas gemütlicher mag, der kann mit Freunden und Bekannten an den vielen Bars den Ballabend genießen. Und auch sonst lässt das Rahmenprogramm keine Wünsche offen. Es gibt eine Weinbar, eine Sektbar, ein Buffet. Wie gesagt, Auftanzen, Mitternachtseinlage, ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Und natürlich auch eine Tombola, wo es auch schöne Preise zu gewinnen gibt. Der ÖTB-Turnerball in Haag am Hausruck, ein Ballhighlight, das sich auch heuer wieder auf viele, viele Besucher freut. Am Samstag, den 3. Februar, ein Prosit auf eine rauschende Ballnacht. Über 200 Faschingsbegeisterte kamen zum Kinderfasching der Kinderfreunde Griskirchen. Mit einer gelungenen Mischung aus Spaß, Tanz und Gemeinschaft hatten alle Teilnehmer sichtlich Freude an diesem Event. Die Oberösterreicher stehen auch im Jahr 2024 vor großen Herausforderungen. Das war auch beim Neujahrsempfang der Oberösterreichischen Volkspartei für das Haus Ruckviertel im Brauhaus zum Guck in Gampern das bestimmende Thema. Umso wichtiger ist es der oberösterreichischen ÖVP, dass Oberösterreich seinem Ruf als Land der Arbeit und der Verlässlichkeit auch in Zukunft weiter gerecht werde. Dies bekräftigte Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Ansprache vor den rund 150 Funktionären. Diese Herausforderungen haben aber auch gezeigt, wie wertvoll das ist, was wir hier in Oberösterreich haben. Unser Standort und unser Land leben von denen, die anpacken, die Ärmel hochkrempeln und Ziele haben. Trotz aller Turbulenzen haben wir ein Zuhause, auf das wir uns verlassen können. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass uns dieses Fundament erhalten bleibt. Sei es der Nachbar, ein Freund oder auch ein Familienangehöriger, in der Serie Regionale Geschichten sind Sie die Stars. Hier ein kleines Best-of. Ob tierisch, sportlich oder geschichtlich, die regionalen Geschichten boten auch 2023 allerhand Interessantes. Leon Schlagradl aus Hart in der Gemeinde Reichersberg ist im Grunde ein durchschnittlicher Jugendlicher. Mit seinen 15 Jahren spielt er gerne Videospiele oder trifft sich mit Freunden. Aber genau die Videospiele waren es, die ihn im Alter von 10 Jahren zu seinem Hobby gebracht haben. Seine Leidenschaft gilt seither dem Parkour und Freerunning.
Ausüben tut ihr diesen Sport im St. Martiner Verein Team Unleashed. Ich bin zum ersten Training gekommen, das war ein Samstag. Und da habe ich einfach ganz normal bei dem Training mitgemacht, was wir halt eben in einem Training gemacht haben. Und das hat mir einfach sehr, sehr gefallen und ich wollte sowas generell schon immer machen. Und dann ist es einfach immer weitergegangen, dann bin ich zu jedem Training immer gekommen und so hat das alles begonnen. Elektrotechnik und Wirtschaft studiert und da habe ich mir dann fix vorgenommen, dass ich selber mal den Segelschein mache und das ist dann so weitergegangen einfach, dass ich dann als Skipper gefahren bin und für Turns gefahren bin und auch dann als Ausbildner angefangen habe und so ist die Leidenschaft ein bisschen zum Segeln gekommen. Ja, und irgendwann ist dann das aber gekommen, war dann Sommer 2019, wo ich gesagt habe, so jetzt starten wir und das Boot ist in Pula gewesen in Istrien und von dort sind wir dann losgestartet über die Adria, Kroatien, zuerst natürlich runter, Montenegro, Albanien, Griechenland, waren eigentlich relativ flotte Turns da runter und dann ist der erste Sprung gewesen übers Mittelmeer nach Nordafrika, nach Port Said in Ägypten. Vor 13 Jahren haben wir das Haus da gekauft und das erste Kamel von einem Zirkus aus Deutschland bekommen. Und das zweite Kamel ist dann gleich vom Tiergarten in Balding gekommen. So hat sich das einfach ergeben und im Laufe der Zeit sind immer mehr Kamele geworden. Und das ist zum Beispiel der Giganto, der ist überhaupt sehr anhänglich. So süß sie auch sind und so lieb sie auch dreinschauen, Kamele können durchaus stur und nachtragend sein. Für medizinische Eingriffe, Entwurmung oder solche Sachen. Da fangen sie natürlich auch gern an zum Spucken. Also es ist ein Irrglaube, dass nur das Alpaka spuckt. Auch ein Kamel kann spucken und das ordentlich. Da ist natürlich eine größere Menge dahinter. Eigentlich sind unsere Tiere spucksicher, also wirklich nur in Ausnahmesituationen. Da wird halt leider dann gespuckt. Da muss man dann durch. Viele Menschen fasziniert es, tief in die Vergangenheit der eigenen Familie einzutauchen. Herauszufinden, wie die einzelnen Familienmitglieder hießen, welchen Beruf sie hatten, wie sie lebten. Gibt es vielleicht eine Berühmtheit in der Verwandtschaft oder gar einen Verbrecher? Manche interessiert es so sehr, dass sie selbst beginnen, Ahnenforschung zu betreiben. So wie Ewald Ratzenböck aus Taufkirchen an der Pram. Bis heute hat der 77-Jährige allein aus der Ahnenlinie der Ratzenböcks in den Bezirken Grieskirchen und Scharding rund 2500 Vorfahren ausfindig machen können. Dabei kam auch die eine oder andere negative Überraschung zutage. Todesfälle bis hin zu schweren Kriminalfällen und was da in einem Giftmord gipfelt. Und dieser Giftmord ist dokumentiert auch durch Zeitungsberichte 1884 und das ist, die Zeitungsberichte kann man aus der Anno-Seite herausholen und ja, es ist halt ein trauriger Fall. Ne? Grüß euch, ich bin Pföckling Anna. Und ich mache Skripperl, seit die Kinder klein gewesen haben. Anna Vöcklingers Leidenschaft gilt ihrem Kripperl. Begonnen hat alles vor über 30 Jahren mit dieser kleinen Krippe hier. Seither ist Jahr für Jahr immer mehr dazugekommen. Mittlerweile nennt Anna Vöcklinger ein ganzes Krippendorf ihr eigen. Jede Figur und jedes Deko-Element hat sie im Laufe der Jahre mühevoll einzeln zusammengetragen. Nur die vielen kleinen Details lassen das Krippendorf leben. Jede Ecke erzählt seine eigene Geschichte. Es muss einen Wert haben. Und wenn ich was herrichte, dann soll es auch einen Sinn haben. Ich denke mir was zu
sagt man zu alles was. Gestern hat mir mein Enkel Tanja das Zebra heimgebracht von Afrika. Und ich habe nicht gewusst, wo ich es hin tue. Ich habe über Nacht geschlafen und habe bei der Nacht spekuliert, wo stelle ich das hin. Ja, weil überall passt es nicht dazu. Es ist ja ein Fremdkörper. Jetzt nachher bin ich da früh gleich, wie ich aufgestanden bin, Und dann habe ich so gespekuliert, da habe ich eine Rose, der rennt. Und der ist ein Fremdkörper. Und das passt aber dann nicht. Wegen dem galoppiert der. Und es hat wieder einen Sinn. Man darf gespannt sein, wie es in diesem Jahr weitergeht. Vielleicht sind ja bald Sie der Star in unseren regionalen Geschichten auf HT1. Die Automesse Ried stellt eine wichtige Informations- und Kommunikationsplattform dar. Ein Fahrzeug vermittelt Emotion und kann am besten live erlebt, gesehen und berührt werden. Probesitzen ist hier ausdrücklich erwünscht. Die Besucher erwartet eine Vielzahl an Automobilen-Highlights in allen Preissegmenten bezüglich Ausstattung, Leistung, wegweisender Technologien und faszinierender Zukunftsvisionen. Die 24. Automesse findet vom 2. bis 4. Februar statt. Unter dem Motto »Zwei Netzwerke, eine Mission« trafen sich die beiden Frauennetzwerke »Frau in der Wirtschaft Ried II« und FACC »Wings for Women« im Technologiezentrum der FACC in St. Martin im Innkreis, um sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen und Chancengleichheit auszutauschen, zu vernetzen und voneinander zu lernen. Der gemeinsame Nachmittag begann mit einer Führung durch die Werkshallen von FACC, die einen Einblick hinter die Kulissen des Luft- und Raumfahrtunternehmens gewährte. Fischer feiert als weltweit führendes Unternehmen in der Sportartikelindustrie sein 100-jähriges Bestehen, gegründet von Josef Fischer in Oberösterreich, wo sich auch heute noch der Hauptsitz befindet, hat sich Fischer von eher überschaubaren Anfängen zu einem der weltweit größten Hersteller von Skiausrüstungen und zu einem vertrauenswürdigen Namen im Ski-, Hockey- und Outdoor-Sport entwickelt. Am 27. Juli 2024 ist es soweit. Chris Steger mit Band gastiert zu einem Open Air im Kurpark Asbach. Mit dabei auch Reini und Lucky mit Band. Vorverkauf über Ö-Ticket beim Asbacher Gstanzlsingen und der Union Asbach-Wildenau. Das Open Air von Chris Steger wird Ihnen präsentiert von HT1. Das schaue ich mir an. Die Igler Longlife feierte bei den U18 Hallenlandesmeisterschaften in Linz wieder Erfolge. Bei den 800 Metern gab es einen Geschwister-Doppelsieg. Julian Mesi holte sich den Sieg vor seinem Bruder Jonas. Selina Eggertsberger belegte beim Hochsprung Rang 2. Der Kulturverein Scherding ist mit einem speziellen Innviertlerabend ins Jahr 2024 gestartet. Die Dirndlerei, eine Gesangsgruppe mit drei talentierten jungen Sängerinnen und Tormatlandler, sechs Musiker, die nicht nur den Innviertler Landler perfekt interpretieren können, sind im Kubinsaal aufgetreten. Als besondere Schmankerl zitierte Thomas Diebitzberger gekonnt humorvolle Gedichte von Emmerich Donninger, Pater des Zisterzienserstiftes Wilhering. Emmerich Donninger ist vor 110 Jahren in Allerding in der Gemeinde St. Florian am Inn geboren worden. Zum ersten Mal ehrte Mira Vita Innviertel, das vor 15 Jahren die ersten Angebote für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eröffnete, langjährige Mitarbeiter und bedankte sich mit Worten und einer Treueprämie. Ein Fünftel der insgesamt 52 Mitarbeiter ist bereits seit mehr als 10 Jahren im Unternehmen. 5 Personen sind schon seit dem ersten Jahr Teil des Unternehmens.
Im Zuge der Aktion Für unser Trinkwasser unterwegs wurden im Gemeindegebiet von Gulten im Bezirk Ried einige Hausbrunnen beprobt. Im Labor wurde das Wasser standardmäßig unter anderem auch auf verschiedene Pestizide getestet. In 12 von 37 beprobten Hausbrunnen, die der Trinkwasserversorgung dienen, wurde ein Abbauprodukt eines Pflanzenschutzmittels nachgewiesen. Der nachgewiesene Metabolit stammt von den Pflanzenstoffwirkstoffen Metazaclor und Dimetaclor. Die beiden Wirkstoffe werden hauptsächlich in Rapskulturen verwendet und sind zur Anwendung zugelassen.